Aus ihrer Herkunft hat Amy Winehouse nie ein Geheimnis gemacht. Im Gegenteil, sie war stolz auf ihre jüdische Identität, auf ihre jüdischen Wurzeln, auf ihre Tradition. Amys Urgroßvater stammte aus Weißrussland. Zu dieser Zeit gab es für Juden im zaristischen Russland schon, wenn man es milde ausdrücken möchte, starke Einschränkungen. Letztendlich flüchtete er 1890, wie viele Jüdinnen und Juden, vor den gewaltigen Pogromen aus seiner Heimatstadt Minsk. Im Jüdischen Museum Wien setzen wir uns mit der jüdischen Geschichte und den vielen verschiedenen Lebensrealitäten intensiv auseinander. Es ist immer auch ein Blick von Wien auf die Welt und von der Welt auf Wien. Her life was very short, but you can tell at the age of 13 she was very ambitious. She really wanted to succeed. She had a very strong will, a very strong passion to do what she, you know, to follow this path. And she did succeed, but the last line where she talks about how she wants to be remembered is obviously very poignant given what's happened. And the other quite important voice in the exhibition is Alex. We suggested to Alex that the family might want to write some captions for the exhibition. I didn't really feel that the curator's voice in the exhibition was that appropriate because I didn't know Amy, and I mean, I didn't want to kind of make any judgments on her life. We really wanted someone who knew her well to talk about her. Als ganz großer Fan von Amy Winehouse, und ich muss sagen, sie ist wirklich die musikalische große Liebe meines Lebens, war das eine sehr unerwartete Freude für mich, eine Ausstellung über sie mitgestalten zu dürfen. Andererseits erfüllte es mich mit großer Traurigkeit, denn auch während dem Aufbau ist es mir, und ich habe mich auch mit Liz immer wieder darüber unterhalten, sehr bewusst geworden, dass wir über Amy immer nur in der Vergangenheit sprechen können. Aber um die Worte von ihrem Bruder aufzugreifen, diese Ausstellung ist kein Schrein und keine Gedenkstätte, sondern es geht vielmehr darum, sich der Biografie eines Menschen anzunähern, was immer eine ganz besonders große Herausforderung darstellt. Amy Winehouse, while undeniably Jewish, as she herself said, was also quintessentially British. She was a truly extraordinary artist. As one of the outstanding British performers of her generation, she played a huge part in defining the first decade of the new millennium, both through her music and through the way in which she performed it. I remember the first time I heard her on the radio. Her music made you stop and listen. Amy Winehouse inspired many of those who came after her. She was and still is a shining role model for other women when it comes to not caring what other people think about you and finding your own way to success without conforming to other people's ideas. Diese Ausstellung ist mehr als nur, unter Anführungszeichen, nur der Blick auf die Künstlerin. Es ist eine Ausstellung, es ist ein Blick, der uns hier ermöglicht wird, auf eine Familie und auf eine Frau, die eine unglaublich moderne Frau war und gleichzeitig sich ihrer jüdischen Tradition, der Tradition ihrer Familie sehr verbunden gefühlt hat. Ich finde, man hat durch diesen intimen Einblick in ihre intimsten Objekte aus ihrem Leben einen sehr direkten Zugang zu ihr und findet sich irgendwie als Mitzwanziger, die ich selber bin, irgendwie auch total oft selbst in ihrem Leben irgendwie auch drinnen. Interessant war auch, dass man hier die Objekte frei, zugänglich, direkt einsehen kann, weil das einen direkteren Bezug zu den Objekten gibt, als wenn sie zum Beispiel verglast sind. Also es hat mir eigentlich einen tiefen Einblick gegeben, aber eine sehr andere Persona gezeigt. Also die irgendwie losgelöst war. Es war fast für mich so, als ob es eine Amy Winehouse im Öffentlichen, aber auch für sie im Öffentlichen als Persona gab und eine zu Hause. Und die ist schon als junges Kind sehr herausgestochen, das hat man sehr gesehen.